Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Shogi Banogi Night Shift. Los geht's nach dem Intro. Heute Shogi Banogi Scheidnift. Nein, Night Shift heißt es. Scheidnift. Night Shift im Studio. Heute mit mir, dem Christian. Habe ich heute dabei den Daniel. Daniel. Hm? Du bist zum ersten Mal da? Nee. Ich bin schon öfter gekommen. Oh Gott, wie kriege ich diese Bilder im Kopf weg? Na gut, okay. Daniel, ich möchte mit heute ein ernstes Thema besprechen. Okay, dann muss ich mich anders hinsetzen. Ja. Nacktfotos. Wo hast du die her, von mir oder nicht? Nee, so wenig Geld wollte ich nicht ausgeben. Okay. Wir haben folgendes Thema. In Amerika, wenn man sich dort bewirbt, ja, da muss man Bewerbungen ohne Fotos abgeben. Okay. Ne? Hat sich ein junger Mann beworben, die haben gesagt, ja, prima, super, hier, fang bei uns an. Ja. Fängst bei uns an. Der, alles klar. Für die Personalakte brauchen wir noch zwei Fotos. Ein Gesichtsbild, ein Ganzkörperbild. Mhm. Jetzt hat der junge Mann so eine kleine Affinität zum Fotografieren, ja, okay, und hat dann gesagt, alles klar, hier die zwei Fotos für meinen neuen Arbeitgeber. Angeklickt, raus. Als er dann festgestellt hat, nochmal den Anhang überprüft hat, nachdem, waren das die beiden Fotos, die eigentlich für seine Freundin waren. Okay. Jetzt kannst du dir vorstellen. Da lobe ich mir die WhatsApp-Funktion. Bildvorschau. Für beide löschen. Für alle löschen. Hätte der junge Mann auch gern gehabt, weil er hat nämlich sehr lasziv positionierte Bilder. Oh. Ist dir das auch schon mal passiert? Das passiert mir ständig, absichtlich. Deswegen benutzt du diese WhatsApp-Funktion? Ja, ja. Benutzt du viel? Benutze ich oft, ja. Ja. Warum glaube ich dir das? Ja. Okay, nee, also mir ist es noch nicht passiert. Da bin ich froh. Aus Versehen, ich mache es immer vorsätzlich. Ah, okay. Aber was passiert denn dann eigentlich? Wenn man aus Versehen nackt vor sich, werden die jetzt in der Personalabteilung benutzt? Ja, nee, benutzt nicht, aber man ist halt... Ja, man ist halt abgestempelt, ne, in der Firma, könnte ich mir vorstellen. Als Nudist. Hobbyfotograf. Er ist ein freizügiger Hobbyfotograf. Hobbyfotograf, ja. Okay, wir werden albern. Daniel, wir werden albern. Ja, auch überhaupt der Kumpel. Wenn wir albern werden, machen wir was? Wir testen Produkte. Okay, super. Okay. Wie ihr hier gesehen habt, dreht sich da auch was. Ohrstäbchen, ja, super. Schokolade, Milchschokolade. Am Ohrstäbchen? Ja. Magst du das? Nicht so gerne. Da müssen wir jetzt mal durch. Okay. Vor Jahren habe ich mal hier mit Pujan gedreht. Da musste ich irgendwas mit Erdbeer drin. Also es war... Okay. Okay. Also pass mal auf jetzt hier. So schlimm kann es nicht sein. So, mal gucken. Ach, hier, guck mal. Hier öffnen. Ah. Pass auf. Aha. Fühlt sich an wie das Laserschwert von Luke Skywalker. Das hört sich auch so an, ja. Darf ich dir eins anbieten? Soll man die? Ist aber gut. Ja. Ja? Guck mal, das ist so gut, da kann man es weiter drehen lassen. Das ist gut. Mhm. Pujan, kommst du mal kurz? Probier mal. Servus. Probier mal. Grüß dich, Pujan. Gut. Noch eins, ne? Früher schmeckt es auch. Ja. Ja, dann sind wir heute durch. Nacktfotos, keine Nacktfotos bei Bewerbung. Und Schokolade, Milchschokolade könnt ihr, ne, ist gut. Perfekt. Alles klar. Auch wir sind raus. Gute. Hallo, die schmecken wie Scheiße. Die sind gut. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.